Moin, hier ist Monkey King Rumbo. Abonniert den Kanal, liked das Video und lasst auch gerne einen Kommentar da. Moin zu einer neuen Runde Status Survival. Heute geht es um das Abbauchaos. Das Abbauchaos, auch genannt Mining Mayhem, findet im Endeffekt in 5 Phasen statt. Die Registrierungsphase, die ist immer montags, die geht einen Tag. Da könnt ihr im Endeffekt, nicht jeder von euch, aber jeder R4, R5, kann von diesen 5 Zeiten, die ihr gerade seht, 3 auswählen. Das sind jetzt nicht die absolut freundlichsten, aber ihr könnt auch eine entsprechende Priorität auswählen, dass das eben für eure Allianz bestmöglich passt. Die zweite Phase ist die Zuweisungsphase. Da findet das eben statt, dass 2 Divisionen festgelegt werden, A4 Allianzen. Die dritte Phase, in der das Ganze divisionsintern stattfindet, ist für mich genannt die Kampfphase. Die findet, nennt sich Minenerkundung. Die findet dann am Mittwoch statt. Am Donnerstag der Meteoritenkampf, immer noch die dritte Phase, der große Showdown und letzter Moment. Das ist im Endeffekt das, was in eurer Division stattfindet. Die dritte Phase geht eben 4 Tage lang. Und die vierte Phase geht einen Tag, Kampf um Ruhm ist das. Dort kämpfen Divisionssieger 1, also der zweiten Division. Und dann gibt es noch die fünfte Phase, die Ergebnisphase. Ihr habt die Zeiten ausgewählt, eure 3 passenden, bestpassendsten. Und zu der Zeit findet dann auch ein Kampf statt. Der Kampf geht im Endeffekt nur 55 Minuten. Ihr blockt euch eine Stunde für den Tag. Das Ziel jeder Kampfphase für euch oder jeder Phase innerhalb der Kampfphase ist, die meisten Forschungslabore zu halten und damit auch in Summe die meisten Punkte zu sammeln. Punkte sammelt ihr, indem ihr Infizierte tötet, infizierte Rallies, aber am meisten natürlich, indem ihr Gebäude einnehmt und die, die ihr bereits besetzt habt, haltet, also verteidigt. Gebäude könnt ihr einnehmen, indem sie immer über einen Weg mindestens mit bereits von euch besetzten Gebäuden verbunden sind. Ihr könnt auch auf einer Karte rauskommen, zoomen und dann seht ihr eben, wer gerade wo welches Gebäude in welchem Gebiet besetzt hat. Zu den Voraussetzungen, wie ihr Mining Mayhem spielt, also auch in den jeweiligen Kampfphasen, ist, dass euer Krankenhaus leer ist. Das ist eigentlich mit, dass alle Märsche zu Hause sind, die einzige Anforderung, also ähnlich wie beim Reservoir Raid. Ihr habt einen Startpunkt, der findet dann am Mittwoch statt, Minenerkundung, und ja, das ist eure Startbasis, die kann euch auch nicht genommen werden. Und wie gesagt, um auf weitere Sachen zu kommen, auf andere Gebäude zu kommen, müsst ihr darüber mit einer Straße verbunden sein. Das erstmal so zu den ersten Grundlagen. Wichtig ist, um Gebäude wirklich für euch zu haben, müsst ihr eine Besatzungszeit von 30 Minuten haben. Das ist immer wichtig. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt sind die Anzahl der Versetzer. Ihr könnt, es ist egal, wie viele Versetzer ihr im Rucksack habt, die spielen hier keine Rolle. Das ist super wichtig. Ihr bekommt zum Start 3 initiale Versetzer und die werden alle 15 Minuten wird einer refreshed. Und das gilt pro Tag, also pro Kampftag. Dementsprechend ist auch ganz wichtig, dass ihr nicht einfach die ganze Zeit hin und her springt. Das bringt euch nichts. Die Rally-Timer-Optionen sind eben ein bisschen anders als sonst, als ihr es kennt. Das sind 30 Sekunden, 1 Minute, 3 Minuten und 5 Minuten. In der dritten Phase, also von Mittwoch bis Samstag, wo ihr innerhalb eurer Division kämpft, da könnt ihr mehrere Rallies und mehrere Gebäude beitreten. Dann gibt es auch noch, wenn ihr Gebäude eingenommen habt, also ihr habt ein Forschungslabor eingenommen und die können dann sogenannte Hilfsgebäude bauen. Pro Gebäude könnt ihr ein Wirtschaftsgebäude bauen und ein militärisches Gebäude. Und da ganz klar die höchste Priorität hat immer erstmal das Regenerationslabor, weil ihr bekommt also Vorteilung. Und es ist nicht so, dass ihr, wenn ihr am Ende des Kampfes von Tag 1 die Truppen irgendwie heilen wollt, dass sie am nächsten Tag einfach fertig sind, sondern das, was im Krankenhaus ist, bleibt auch im Krankenhaus. Deshalb müsst ihr die direkt auch heilen. Deshalb ist das Regenerationslabor erstmal super wichtig, weil ihr kriegt nicht immer wieder neue Truppen hinzu, sondern nur das, was ihr auch heilt. Und das hat auch einen Cooldown von 24 Stunden, also müsst ihr das wirklich auch aktiv nutzen, damit euch die Truppen auch zur Verfügung stehen. Dann sind natürlich die Buffs auch ganz wichtig, hier wie Truppenangriff, Truppenverteidigung, Truppenzustand, Truppentödlichkeit. Und hier natürlich die Reihenfolge auch nochmal ganz wichtig. Ne? Als erstes Truppenzustand, dann Truppentödlichkeit, dann könnt ihr euch darüber Gedanken machen, Truppenverteidigung oder Truppenangriff zu nehmen. Truppenmoral ist nochmal ein ganz neues Pflaster. Das gibt euch nochmal einen zusätzlichen Booster, wenn ihr das habt, gegen eben einen Gegner. Wenn der eine geringere Moral hat als ihr, bekommt ihr durch die Offiziersschule nochmal einen zusätzlichen Booster, mit dem ihr auch das Ganze gewinnen könnt. Wichtig hierbei zu wissen, die Gebäude werden von dem jeweiligen Gebäude-Captain, also von dem Forschungslabor zum Beispiel, gebaut. Und R4s und R5 in eurer Lands können die jeweiligen Buffs und Skills aktivieren, die die Gebäude geben.
hier ist nochmal mega wichtig bei diesem Event, das ist essentiell, das ist eins, das glaube ich mit das erste Event, was super krass Anforderungen an die Kommunikation in der Allianz und die Abstimmung und auch die Aktivität bringt. Also das soweit erstmal zur dritten Phase. Wenn ihr dann die Glücklichen seid, ihr eine super starke Allianz habt und ihr Divisionssieger seid, das, dann geht ihr in Phase 4, das findet Sonntag statt. Das ist ähnlich der Hauptstadtschlacht. Es gibt Türme und die Türme schießen auf das zentrale Forschungslabor. Das Forschungslabor R5 nennt sich das. Und es gibt natürlich Punkte, wenn ihr die Türme haltet, wenn ihr das Forschungslabor R5 haltet. Ihr wichtiger Unterschied zu dem vorher. Ihr könnt nicht parallel noch Infizierte angreifen und Rallies durchführen auf Infizierte, sondern ihr habt bei dem Thema nur einen Marsch. Das ist ganz wichtig. Also seid, geht sinnvoll damit um. Wenn ihr eine super aktive Allianz seid, die alle zur gleichen Zeit da sind, wenn ihr 50, 60 Leute habt, dann ist das kein Problem, wenn alle Gebäude von euch besetzen, dass die, die gerade einen Marsch frei haben, noch Infizierte jagen für mehr Punkte. Ansonsten fokussiert euch wirklich auf die Gebäude, denn ihr wollt das Teil gewinnen. Jetzt nochmal ein paar generelle Infos. Zu Beginn. Sammelt die Amethysten rund um die Energietürme. Überall, wo ihr sie findet, sammelt sie. Ihr könnt damit sogenannte Energietürme aufladen, die an den Forschungslaboren sind. Eure R4s, R5 müssen wirklich aufpassen, wo sie welche Buffs und Fähigkeiten aktivieren, weil es muss, wie immer, schon erwähnt, wie ganz am Anfang erwähnt, eine Verbindung zu dem jeweiligen Gebäude bestehen, wo ihr vielleicht angreifen wollt oder verteidigen wollt. Und dementsprechend ist es halt total unsinnig, irgendwo einen Buff zu aktivieren, wo überhaupt kein Kampf stattfindet und wo es auch keine Verknüpfung gibt. Auch noch wichtig zu wissen, Sammler können angegriffen werden. Also, seid euch da nicht so sicher, ihr könnt angegriffen werden, aber die Sammler eben auch. Wenn jemand eine Basis angreift, die Truppen sterben wirklich. Das ist nicht wie beim RR, beim Resurrect, dass die Truppen nicht sterben können, sondern sie können dort sterben, wenn ihr Basen direkt angreift. Zumindest war das auf dem PTR so und in den ersten Live-Server-Tests. Deshalb passt da bitte auf, fokussiert euch auf Gebäude und fokussiert euch auf Sammeln. Da passiert nichts. Die gehen tatsächlich ins Krankenhaus. Wenn ihr eine gegnerische Siedlungsbasis angreift, passiert da tatsächlich was und die Truppen sind weg. Ansonsten, ihr könnt im Endeffekt alle Gebäude angreifen, auch diese Zusatzgebäude oder Hilfsgebäude, die ich euch gerade eben noch gezeigt habe, wie das Regenerationslabor, Ausdauerlabor, Amethyst, Artilleriewerk, die Buffs geben, das ist wichtig. Die könnt ihr alle angreifen, ihr könnt Energietürme könnt ihr nicht angreifen. Und natürlich, wenn ihr ein Gebäude verliert, das euch Buffs gegeben hat, wie Truppenangriff plus 22%, dann ist dieser Buff auch direkt weg. Und nochmal kurze Erinnerung. Dieses Event erfordert wirklich hochgradig eine Überlegung in Strategie. Wie geht ihr vor? Wer geht wohin? Weil, wie gesagt, ihr habt nicht so viele Porter. Und wer fokussiert sich wo drauf? Wer ist online? Und wer kümmert sich wo drum? Und dementsprechend, das ist ein saucooles Event. Die Zeiten sind ein bisschen unglücklich, weil sie sicherlich nie wirklich für alle in der Allianz passen. Und wenn man eine Allianz hat, die gegebenenfalls zu einer Zeit besonders aktiv ist, wird diese vielleicht gar nicht angeboten. Aber es ist eigentlich vom Grundprinzip, vom Gedanken her, endlich mal ein strategisches, aktives Event, das die ganze Allianz irgendwie einbinden kann, wo man sich Gedanken machen muss, wo man eine Strategie entwickeln muss, um Gebäude zu halten, wann nutzt man Buffs und all das. Es ist super cool, dass wir das endlich haben. Ich freue mich drauf und sobald ich die erste Runde gespielt habe, versuche ich euch auch einen richtig guten Strategieguide zu geben für etwas schwächere Allianzen, für Powerplayer, irgendwie so Allianzen, die in den Top 100 sind, denen muss ich das nicht erklären, aber für alle anderen, damit ihr bestmöglich abschneidet. Ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal einen ersten guten Eindruck vermitteln.